Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge, das ist schon ein bisschen was her, sind wir in Saint-Denis stehen geblieben und wir haben dort den Vampir gesucht, beziehungsweise sind sämtlichen Hinweisen nachgegangen. Und wenn es jetzt das nächste Mal Nacht ist, quasi jetzt, hätte ich dort eigentlich mal ein bisschen rumgucken können, aber ich erspare mir das Ganze, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Den guten Kollegen werden wir irgendwann schon finden. Meine Katze sitzt perfekt. Ich sehe quasi nur die Hälfte. Ich könnte auch hier links gucken und zocken. Das habe ich auch noch nie gemacht. Extrem komisch. Sunny, würdest du bitte? Dankeschön. So, in dieser Folge werden wir uns mit einer neuen Mission beschäftigen. Wir wollen das Ganze immer ein bisschen weiter voranbringen. Derzeit läuft ein zweites Let's Play auf meinem Kanal, falls ihr erstmal schauen möchtet oder so. Battlefield 5 ist am Start. Hey, Arthur. Ui, so let's go. Müssen wir überhaupt den Hof überfallen? Ich gucke mal gerade nach. Ach nee, das ist die Karte. Wie ging das denn alles nochmal? Ich habe das wirklich bestimmt, keine Ahnung, 2 Wochen nicht mehr gespielt oder so. Was haben wir denn hier noch? Saurierknochen, Glaubensprüfung, Lageanfrage. Molly hat um einen Taschenspiegel gebeten. Den werde ich ihr dann wohl mal irgendwann kaufen müssen. Und Sadie hat um eine Mundharmonika gebeten. Ja, entweder finden wir das Ganze oder wir werden es. Was haben wir denn da? Herausforderung. 0 von 5 Stadtbewohner überfallen. Schatz gefunden. Blackjack-Hände. Okay. Das ist irgendwie richtig komisch, Reitkunst 4. Gut, die Sachen werden wir uns irgendwann später nochmal zur Genüge führen. Wir machen erstmal hier jetzt einen kleinen Auftrag. Und zwar werden wir uns. Nicht Micah Bell, wir werden uns in dieser Folge um Molly O'Shea kümmern. Dann wollen wir das Ganze mal machen. Molly O'Shea. Vielleicht finden wir auf dem Weg auch irgendwie einen Spiegel für die Gude. So, hier können wir dann rennen. Da ist sie. Yes, Mr. O'Shea. Moin. Ah, call me Molly, would you? Arthur, ein how Versehen. is Dutch? I mean, how does he seem to you? I'm about the same Diese as usual, Mütze, I guess. I really love him, you know. But if he, like he always says, loyalty is everything, so. Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. What you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so, but you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Bill. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said. Hey, I'll do it, as long as you ride with us. I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. You boys should do this. It's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine, I'll do it. Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here, where there's an old ruined church, before it connects with the rest of the wagon train, very easy pickings. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. Funny, though. This way. Bunch of smart Alex. Alles klar. Wir haben also den Überfall mit Sean jetzt nicht gemacht, damit wir einen Überfall machen können mit dem alten Boy hier. So. Wow, you boys been off fishing or playing lawman or whatever the hell you've been doing. Let's ride. Finding the nearest grog house. Hey, you don't want in on this, Williamson, that's fine by me. Do us all a favor. Head home. Just give it a rest, you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellas were knee-high to a grasshopper. Once a decade, maybe. So what is it you've scoped here, exactly? Well, I told you. There's a wagon with a lockbox passes through every week. Okay, hold up here.
We should cover our faces. Drücke R1, um schnell dein Halstuch anzulegen. When? Soon, Williamson. Christ's sakes. I should be due any time now. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. Quiet and clean. You see, gentlemen? Just like clockwork. Okay, da kommen sie. Dann wollen wir den Guten mal entgegenreiten. So, wir reiten hier ein bisschen links. Tja, das war mir auch klar. Oh, ich muss sie gar nicht verfolgen. You know, boys, I don't want to get shot, but this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar, Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great. So, Mr. You know, Leviticus Cornwall. Who doesn't? I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss it too much. Oh, he'll miss it. Okay, wir rauben hier einfach mal nebenbei. Good. Must be nearly a thousand. Wir rauben hier nebenbei einfach mal die Kutsche aus. Hey, think I see something? Oh, great. Let's go, Arthur. Let's go. Yeah. Alles klar. Das ist natürlich echt witzig. Also wir haben definitiv versucht, hier keine Aufmerksamkeit zu auf uns zu ziehen. Wir haben unser Gesicht gecovert. Das Geile ist allerdings, wie ich finde, wir sind der einzige Typ, der diesen scheiß Hut auf Papier hat. Wow! Should I even... Okay, hier kann man sich also umgucken. Alter Schwede! What's going on, Alter? Müssen wir sie abknallen? Nicht aufgeben. Ich habe auch keinen Bock, dass mein Pferd irgendwie was abkriegt hier. Deswegen rennen wir mal hier schön irgendwie durch die Landschaft. Bisschen die Hügel ausnutzen. Oh shit. Kommen wir den Verfolgern mit der Bande. Er hat ihn abgeschossen. Okay, dann habe ich das wenigstens nicht gemacht. Okay. Alles klar, hier ist doch eine Hütte. Warum gehen wir nicht hier hin? Ja, natürlich. Vier Pferde am Start. Ah, ach so, okay. Ja, wie gesagt, der einzige Typ, der so ein fucking Hut auf der Birne hat, Mann. Covert sein Face. Egal. Wir haben es geschafft. Alright. Let's try and get out of here. Hey, shit! Absolutely. Well, shut up, old man. Look, I was just trying to... Shut up. There's a light over by the house. Damn! I ain't in there. Let's just keep this calm. See what happens. Okay. Die werden hier safe reinkommen. Is this your place? Kinda. Bleib versteckt. Why don't you just tell me, partner, what you heard? Good. Tell me what you heard. I don't. Maybe I heard some noises out by the barn a while ago. Ain't me. Better not be. All right. Coop forth. Lo, go check out the barn. Sir. Was machen wir jetzt? Weggehen kann ich noch nicht. Ah, hier kann ich durch die Löcher schauen, okay. Tja. Ich schätze, es gibt gleich eine Schlägerei, eine Schießerei oder irgendwie sowas.
Ich versuche mal, dass ich die irgendwie messern kann oder so. Place looks deserted enough. Sure. You head inside, I'll go around the back. Okay, die Karte ist wieder da. Er erschießt ihn. Er erschießt ihn. Ja, gut. Hat jetzt keiner gehört, oder was? Oh, shit. Oh, shit. Oh, oh, ich hoffe, die Scheune fängt mich irgendwann an zu brennen. Nachladen. Schöne, seltsame Scheißschieße. Dreimal, jawoll, Alter. Sollen wir mal das Dead-Eye probieren? Wie geht das nochmal? So und dann so, ne? War egal, das machen wir gleich. Wir gehen mal hier hin. Ich habe das irgendwie noch nie so wirklich hingekriegt mit diesem scheiß Dead-Eye. So. Das war es aber irgendwie noch nicht. Ich muss das irgendwie so anklicken. Da einen hin. Da einen hin. Ja, so geht das. Batz, Alter. Heftige Schießerei hier an der Ecke. Nein. So. Dein Gesicht. Dein Gesicht. Einer haben wir noch. Pam. Dead Eye ist gleich down. Jetzt fängt das Feuer an. Oder was? Zack. Muss ich hier drin bleiben? Shit, 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 shit. Komm, geh mal hier hin. Geh mal hier hin. Junge. Scheiße, Alter. Er lädt nach. Komm, geh doch da rüber. Warum geht er denn da nicht rüber? Warum geht er da nicht rüber? Hallo! Ey, ohne Scheiß. Da geht's raus. Ohne Witz. Bin ich zu dumm? Es kann einfach nicht sein, dass es ja so undeutlich ist, was man manchmal tun muss. Ohne Scheiß. Da wird einem nicht angezeigt, bleib in der Hütte, bis die Scheiße einstürzt oder so. Fuck it, ey. Kommen die jetzt noch an den Start hier so langsam? Ja, sorry, dass ich gefragt habe. Okay, wir laufen einfach, oder was? Teilen wir uns kurz auf und verwirren sie ein bisschen. Was, mit ihm hier mitgehen, oder was? Jetzt kann man schon wieder nicht richtig laufen. Geh in der Nähe in Deckung. Oh, das sieht cool aus. So, wollen wir mal gucken. Okay. Da ist das Pferd. Ich
Okay, komm, hier hinter verstecken. Fuck. Down. Ist der andere da? Von hier aus nicht gut zu sehen. Jetzt ist er down. Komm schon, den kriegen wir. Wow! Ach komm, wir gehen einfach näher dran. So, das hätten wir. $900. Bandenanteil die Hälfte. Ja, wir wollen natürlich speichern. Mein Anteil $112.50. Dude. Das ist nicht wirklich viel. Plündern. Schlafe, rauche Zigarren, etwas oder trinke Alkohol oder Kaffee, um den Kern aufzufüllen. Okay. 30 Cent, bisschen Munition. Gucken wir uns mal an, was er für eine Kopfbedeckung an den Start hätte. Ach, apropos Kopfbedeckung. Mir ist da noch ein kleiner Tipp zu Ohren gekommen. Und zwar können wir das Wachstum unserer Haare beschleunigen, indem wir diese Haartinktur benutzen, die wir anscheinend irgendwo mal gekauft haben oder kaufen können oder so. Und damit können wir uns dann Verbrechen gemeldet. Wo ist mein Horse? Da. Scheiße, jetzt muss ich aber auch langsam mal hier weg oder was? Nicht, dass mich noch irgendeiner erwischt hier. Alter, ich habe nach links gedrückt und er reitet nach rechts. Okay. Gegenstände. Was ist denn das hier alles? Gesundheitstonika, Ausdauertonika und Wundertonikum. Oh. Da hinten kommen Dudes. Das heißt, ich muss mich hier mal echt verpissen. Was ist hier denn an dem Start? Da stehen einfach irgendwelche Leute. Oh, das waren nicht einfach irgendwelche Leute. Dann sind wir natürlich wieder super klassisch. Ich glaube, ich reite hier gerade in die falsche Richtung. Wenn jetzt der Zug kommt, bin ich auch am Arsch. Aber egal. So, okay, das hätten wir also geschafft. So, das heißt, wir brauchen als nächstes... Schwuppdiwupp. Was haben wir hier eigentlich? Es ist einfach nur die Städtemarkierung, dieser schwarze Punkt. Ja, alles klar. Haben wir irgendwo Läden, wo wir den Mist kaufen können? Weiß ich gar nicht. Fotos können wir auch noch machen. Was haben wir denn hier? G, R und hier vorne einmal L. Lenny oder was? Grace. Ja, Friends, wir haben 20 Minuten auf dem Tacho. Das war dann erstmal die nächste Folge oder die heutige Folge von meiner Stelle. Wir werden jetzt erstmal hinreiten und die nächste Folge von dort starten. Vielen Dank fürs Einschalten, bewertet den Part. Nächste Folge geht's weiter. Bis dann, Tschüssikowski.